Salve, werte Spectatores, willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Garten. Tollstes Wetter hier in Ostfriesland, es regnet. Blumen blühen zumindest noch, der Rest ist auch das alles, was an Sommer hier erinnert. Erstmal schön Pfeife rauchen. Ich rauche übrigens gerade den Brookfield Number 2. Den habe ich auch für euch schon abgedreht, aber das Video kommt erst nach diesem Video, weil ich die Villiger Videos vorziehen möchte. Ja, heute wollen wir mal wieder grillen. Wahrscheinlich grillt kein normaler Mensch bei diesem Wetter, aber ich schon. Heute gibt es schönes Rinderfilet vom Rind von Aldi. Dazu Krakauer von Aldi, die ich selber bezahlt habe. Viel Spaß mit dem Video. Ich werde das mal wieder einblenden, wie ich den Grill rausputze, so wie bei den anderen Videos auch. Ich habe das schon 4 oder 5 von gemacht, 5 oder 6 meine ich. Und nun, viel Spaß mit dem Video, gerne Like da lassen, Abo da lassen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer auch bei Regen und 15 Grad Außentemperatur grillen würde. Aber vorher zeige ich euch noch eben, was ich am Grillen hasse. Und wünsche ich schon mal viel Spaß mit dem Video. Ich grille ja gerne, aber eins hasse ich am Grillen, das Grillrost sauber zu machen. Ja, wie macht man das am besten? Oder zumindest so, wie mache ich das mit einem Akkupad? Nichts Spektakuläres, aber irgendwie muss man das Video in der Länge ziehen. So, einmal hier vorher nass machen alles. Den Akkupad nass machen, der ist schon Seife drin, ne? Wusste ich gar nicht. Aber bis neulich nicht. Und man sieht, das angebrannte Fett, die angebrannte Soße von den Steaks und was weiß ich, was ich da jetzt drauf gemacht habe, geht problemlos oder einigermaßen problemlos runter. Was da jetzt noch an Resten drauf sind, ist Korrosion, weil das auch nur verchromter Stahl ist und kein Edelstahl. Ich habe früher immer Grillroste gekauft, die aus verchromtem Baustahl waren. Die waren natürlich billiger, aber die sind dann auch nach 2 Jahren verrottet, weil die Verchromung sich löst. Und darum werde ich mir dieses Jahr eins aus Edelstahl kaufen. Wollte ich erst bauen, aber das nützt auch nichts, weil ich das Material, das Rohmaterial alleine schon zu teuer ist. Ich müsste mir dann noch eine Edelstahl-Elektrode kaufen. Ich dachte, lass mal ganz besser als fertiges kaufen. Wollte ich erst aus Fahrradspeichen bauen, aber da habe ich auch keine Lust zu, außer die Fahrradspeichen sind dünn, die halten das Gewicht nicht aus. Am nächsten Mal mache ich das mit der Drahtbürste, also als Winkelschleiferaufsatz so einen. Das ist auch nur die Rückseite, das ist nicht so wichtig. So, nachdem ich jetzt angeguckt habe, wie ich einen Grillrost putze, zeige ich euch jetzt mal mein Prachtstück, also mein Grill. Ich zeige ihn euch erstmal in der Komplettaufnahme. So sieht er aus. Kennt ihr die übrigens noch? Die habe ich mal vor etlicher Zeit restauriert. Das war eines meiner ersten YouTube-Videos. Immer noch da. Und bald wird sie nochmal restauriert. Ich muss restaurieren. So, es geht halt um den Grill. Tolles Teil, ist ein Smoker im Prinzip. Der hat hier die Gradanzeige von 100 bis 700 Grad. Die funktioniert auch noch. Ich habe da schon mal mit gearbeitet, 2 Mal sogar schon. Barbecue Authentico. Also diese Grills hat Aldi auch im Angebot für 89,99 €. Gibt es in jedem Baumarkt, da kosten die halt um 100 Euro rum. Ja. Das Holz habe ich hier angebracht. Da wollte ich eigentlich einen Grillrost drauflegen, das hat aber auch nichts gebracht. Hier so eine schöne Ablage. Hier kann man halt die Luftzufuhr regulieren, auf und zu. Natürlich auch eine mittlere Stellung. Hier unten kann man Gleiches tun. Ja. Hier unten ist dann noch eine Ablage-Dingens. Das habe ich eingetreten, weil ich ein Holzbrett durchtreten wollte. Hat das natürlich nicht ausgehalten. Rollen zum Verschieben. Nun öffnen wir das gute Stückchen hier mal. Wie gesagt, ich habe das schon mal vorher drin gemacht. Darum ist hier auch so schön die Farbe abgeplatzt. Es ist einfach nur ein billiges Ding, da platzt die Farbe grundsätzlich ab. Weil richtiger Thermolack arschteuer ist und das kann man halt dann nicht für 90 Euro verkaufen oder was weiß ich. So, hier Klappe zum großen Holz reinlegen. Auch hier ist die Farbe abgeplatzt.
Hier ist eine Kurbel. Wenn man daran dreht, geht eigentlich das Grillrost hoch und runter. Hoch geht's, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und runter auch. Bei mir hat es funktioniert. So, hier habe ich mein Holz für heute liegen. Die Platte natürlich nicht. Höchstqualitatives Müllholz. Weil irgendwelche jetzt immer wieder fragen, wo denn die Holzkohle ist. Die steht hier neben dem Grill. Aber wie immer, ich mache das schön mit Holz. Heute nehme ich mal zuerst die Anzündung. Darum geht es heute. Einmal die Domkrakauer von Aldi. Wir werfen sie jetzt aus dem Programm raus, darum haben sie sie reduziert. Abgelaufen sind sie noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal mit euch gegrillt habe oder ob das die anderen waren. Barbecue-Grillstick aus dem Bug vom Rind, mariniert vom Rind aus Südamerika zum Braten oder für den Grill. Ja, läuft übermorgen ab, darum 30% reduziert. 1290 für das Kilo finde ich auch echt günstig für tolles Rinderfleisch. Ah, hier steht so eine Grill. Mindestens 10 Minuten auf dem vorgeheizten Grill unter mehrmaligen Wänden grillen. Anschließend die Steaks in einer Zone mit weniger Hitze nach Möglichkeit über geschlossenen Deckel bis zum gewünschten Garpunkt weiter grillen. Ja, ich denke mal 5 Minuten pro Seite reicht bei der Hitze hier. So, dann legen wir das Prachtstück hier mal hin. Ich habe jetzt gerade das Fleischstück hier aus der Hitzezone genommen. Vorhin habe ich schon mal hier die Domkrakauer draufgelegt. Die liegen auch nicht komplett in der Hitze. Sollten sie zumindest nicht. Die nehme ich jetzt nochmal rüber. Oh, schon gleich weggeplatzt. Klasse. Ich mache jetzt einfach mal den Deckel zu. Vielleicht raucht es ja nicht so wie sonst. Gut aussehen und riechen tut es schon mal. Machen wir erstmal ein Foto für Instagram. Ja, noch eins kostet ja nichts. Ich weiß nicht, inwieweit das schon durch ist oder ob das gut ist. Das muss noch ein wenig ziehen. So sieht jetzt hier meine Krakauer aus. Für die meisten wäre es verbrannt, ich finde es geil. Na gut. Messer vergessen. Naja, die Krakauer vom Grill schmecken mir viel besser. Ich habe die auch schon aus der Pfanne gegessen, also vom Grill schmeckt sie mir besser. All die nehmen wohl die Krakauer aus dem Programm raus, weiß ich nicht. Vermutlich nur, weil die 10er-Packung, die ich sonst gegessen habe für 590, die ist auch nicht mehr da. Ja. Und die schmeckt mir wohl. Viel besser wie aus der Pfanne. Gut, dann probieren wir gleich mal das Steak zusammen. So, hier mein Steak.
leider zu lange drauf gewesen, glaube ich. Ja, das ist nicht mehr schön. Zu durch, würde ich mal sagen. Ja, mal gucken, ob es schmeckt. Ist auf jeden Fall nicht mehr so zäh wie gerade. Ich habe gerade schon mal ein Stückchen abgeschnitten, bevor ich das hier nochmal auf den Grill gepackt habe. Schmeckt gut. Schön rauchig. Der Rindfleischgeschmack kommt jetzt nicht so durch wie erwartet oder gehofft. War wahrscheinlich ein Ticken zu lange auf dem Ofen. Aber trotzdem schmeckt es gut. Für den Preis einfach unschlagbar. Ich meine, die 4,26 Euro drauf habe ich gerade bezahlt, weil das um 30% reduziert war. Lohnt sich schon Samstagabend bei Aldi einkaufen zu gehen. Ich esse das noch auf und dann sehen wir uns zum Outro wieder. Weil das Steak ja so geschmeckt hat, gibt es einen tollen Nachtisch, nennt sich Pfeife. Den kann ich mal wegstellen. Mir ist aufgefallen, das Video könnte sonst zu kurz werden. Nö, ich finde das so, Pfeifrauchen ist generell schön und dann auch noch beim Grillen, ich finde das klasse. Ich wollte ja eh mal ein Restaurant aufmachen, wo man rauchen darf. Aber das finden die Behörden, glaube ich, nicht so witzig. Würde mich mal interessieren, wer die Kochvideos von mir guckt, wer auch die Rauchvideos guckt. Würde mich mal interessieren. Ja, ich habe jetzt noch mal ein paar Krakau draufgepackt, weil die anderen sind mir verbrannt. Beziehungsweise die letzte ist mir verbrannt. Und habe ich den Grill ausbrennen lassen. Ich zeige euch das einfach mal. Das Feuer ist, wie ihr sehen könnt, runtergebrannt. Und dass ich die auf niedrigerer Hitze gar ziehen. Und vor allem, ich habe die vorher eingestochen. Darum sind die nicht so schnell weggeplatzt wie gerade eben. Ja, ich habe leider im Video vergessen, das Outro zu drehen. Tut mir leid, ich wünsche euch trotzdem. Ich hoffe, dass ihr meine Gerichte nachkocht. Ich hoffe, ihr lasst mir Like und ein Abo da. Folgt mir auf Instagram und Twitter, @romansgarageyt. Ich habe leider total vergessen, das Intro zu drehen an dem Sonntag, dem 29.08. Nun haben wir den 9.09.2021. Und komme ich endlich mal dazu, das Video zu schneiden. Gestern hatte ich Geburtstag und ja, Like da lassen, Abo da lassen. Tschüss, euer Roman.